Ausfälle waren natürlich da, die müssen wir ersetzen. Müssen wir auch positiv sehen, dass andere Spieler jetzt ihre Chancen bekommen. Ein paar neue sind dazugekommen. Ein älterer ist auch dazugekommen, Marc Janko. War ein bisschen stressig gestern am Abend. Hat in der Früh um 5.30 Uhr die Wecker geläutet, hergeflogen, eine lange Anreise gehabt und jetzt schon knappe, nicht einmal 24 Stunden später steht man schon hier in Bad Waltersdorf, ist schnell gegangen. Er hat mir geschrieben, dass er die Würfelwiese mitnehmen, ob er sie mitnehmen soll. Ich habe ihm dann drauf geschrieben, wieso, verstand gerade nicht, wieso er mich das fragt. Ich glaube, vielleicht kommt er uns besuchen an dem Hotel in Wien, aber ich bin natürlich riesig froh. Wie ich schon gesagt habe, ist ein großer Freund von mir. Wir haben einige Sachen schon erlebt und ich freue mich natürlich sehr, dass wir wieder zusammen im Team sind. Natürlich ist es bitter, dass uns das Verletzungspech jetzt erwischt hat, das Schlimme erwischt hat. Ich bin aber auch der Überzeugung, dass unser Kader sehr breit und gut aufgestellt ist mit hoher Dichte an Qualität und bin sicher, dass diejenigen, die dann spielen werden, ihr Bestes geben und auch mit sehr guten Leistungen überzeugen werden. Ja, ich freue mich extrem. Ich habe es eigentlich nicht mehr für möglich gehalten, dass ich nochmal hier auf den grünen Rasen mit der Mannschaft zurückkehren kann. Ich habe meinen Rücktritt immer offen gelassen, für solche Fälle, wie es jetzt eben eingetreten ist, dass Not am Mann ist und dass meine Qualitäten gebraucht werden. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und ich hoffe, dass ich der Mannschaft vielleicht sogar helfen kann am Feld. Ja, natürlich mit Freude, ist ein Freund, der zurückkommt ins Team. Ich glaube auch, dass er uns mit seiner Erfahrung helfen kann. Rechne jetzt persönlich nicht mit ihm von Anfang an, aber ich glaube, er kann eine Waffe darstellen, wenn wir ihn brauchen zum Schluss für Standardsituationen, für sein physisches Spiel, für seine Strafraumpräsenz, ob wir vorne sind oder hinten sind. Denke, dass er eine Waffe sein kann, trotz des Alters. Ist ein Thema, 35 Jahre, zeigt aber auch eine gewisse Qualität, so lange sich auf dem Niveau zu halten. Von dem her freue ich mich auf ihn und hoffe, dass er seine Qualität immer so einbringt, wie er es schon getan hat. Ich glaube, dass jeder bereit ist. Ich habe das Gefühl, dass jeder spielen will am Freitag. Das zeigt auch der Konkurrenzkampf im Training. Aber ich bin mir sicher, nachdem ich was im Training gesehen habe, ist jeder bereit und gewillt, diese Fußstapfen einzunehmen. Es haben sich sehr viele Leute bei mir gemeldet. Das hat mich sehr gefreut. Auf der einen Seite sportlicher Natur, auf der anderen Seite auch menschlicher Natur. Und das hat mich dann vielleicht sogar umso mehr gefreut, dass der Mensch Marc Janko hier gut ankommt.